Jo, und dann kommen wir zu einem neuen Siege. Ich bin gerade heimgekommen, es ist ultra spät, es ist 1.25 Uhr in der Nacht. Ja, gegen Australia und Sanita oder so irgendwas. Ja, so schaut es momentan aus. Wie gesagt, 1.25 Uhr in der Nacht. Zwei Attacks habe ich auch schon gemacht. Ja, ich wünschte, es wären mehr. Am liebsten würde ich eh schon pennen gehen, aber ja. Gut, erster Attack. Gut, erster Attack hier, Nana, Juno, Asima, ja. Ich weiß, ich will eigentlich nicht mit Poseidon cleaven, aber... Was soll ich sagen? Es ist halt einfach... Es ist halt einfach ein absolut gutes, starkes, safes Team, ja. Wenn halt nichts verkackt. So wie hier. Asima halt, hat halt resisted, aber... Ja, wir kriegen halt den Pushback mit Poseidon auf Juno und Asima. Irgendwas haben wir eh gekillt. Tiana finisht halt. Ja, nicht perfekt, aber ja, muss ja nicht immer perfekt sein. Okay, Fight Nummer 2. Carcano, Miles, Triana. Ja, mit Fengyan, Lia. Und ich habe so lange überlegt, was ich irgendwie mache in der dritten Unit, Fire Unit. Dachte einfach, scheiß drauf halt, nehme eine Rika. Was habe ich letztens genommen? Eine Nora hat absolut, oder sagen wir so, die Nora fast nichts gemacht. Und Spoiler Alert, die Rika macht noch weniger. Ja, die Rika macht absolut gar nichts. Da war ich eh schon angefressen. Ich weiß genau, der Carcano Defense Break die Rika und fokust auf die Rika. Ja, und ciao, Rika. Ja, sie hat nichts gemacht, nicht mehr irgendwie reingekommen. Ja, aber was soll ich jetzt sagen? Ja, ganz ehrlich. Es ist scheißegal, ja. Windpanda mit Defense Buff, ganz ehrlich. Alles, was man braucht. Also, ja. Carcano killt sich halt selbst. Miles halt echt OP. Es ist halt, ich bräuchte halt irgendwie wirklich halt eine Feuer-Unit mit halt irgendeinem fetten Minus-Wasser-Damage-Artefakt. Ich meine, okay, Miles hat auch mit Gefühl, weiß ich nicht. 70% Chance auf einen Bioproc oder so ein Blödsinn. Aber ja, Gott sei Dank ist meine Alia ziemlich tanky. Und ja, Miles geht down. Also beim nächsten Mal, glaube ich, bringe ich gar keine dritte Unit mehr. Ist ja scheinbar eh useless. Na gut, ist halt dafür ein Mid-Shield halt. Aber ich habe sogar kurz überlegt, diese Feuer... Gott, wie heißt das Ding? Winterbären, Holy Berry Dingens oder so zu usen. Das Problem ist halt, dass die voll auf Defense skaliert und Miles interessiert sich halt nicht für Defense, deswegen hätte es halt auch nichts gebracht. Ne? Also, ja, scheißegal. Wir haben halt irgendwie trotzdem gewonnen, Gott sei Dank. So, und der Rest ist dann halt wieder normal. Okay, Gemini, Kaki, Triana. Ja, keine Ahnung, was man da irgendwie macht, großartig. Irgendwie halt tanken. Tressan, minus Wind Damage. Nice. Google, Schaden auf Feuer, nice. Und Icarus, ja, minus Feuerschaden, nice, na gut. Ja, ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe, der Kaki prockt uns nicht zu Tode. Speed Tuning. Das Ding ist, strippt der Gemini überhaupt, weil er Shield-Runen hat? War da nicht mal irgendwie was? Oh, nice. Na gut. Ich sag jetzt mal nix, ja. Ich nehme den Win. Ah, du Motherfucker, muss natürlich auf Despair sein, ha? Huh? Okay, gut, dass ich gerade nicht dritten Skill mit Icarus gemacht habe. War mir gerade gar nicht sicher. So. Ja, komm, lass Triana killen, ha? Huh? Ihr wurscht. So. Kannst du bitte runterkommen? Rock, dankeschön. Ja, wir nehmen das Ganze irgendwie als Free Win hin, ha? Ich meine, Speed Tuning. Gemini war wirklich als letztes, gell? Ich bin übertriebenst müde, ja? Ich krieg heute irgendwie den ganzen Tag schon nichts mit, aber ich glaube irgendwie schon. Und ich glaube irgendwie auch, dass das Gemini Schildrunen hatte, war ein bisschen fail, oder? Ich glaube irgendwie schon, aber ist eh wurscht. Okay, probieren wir was. Nigong, Nora, Savannah. Ja, Genny, Rika, Wusa. Weiß ich nicht halt, ne? Ist ein bisschen
Ich weiß nicht, ob da irgendwie wegen der Nora halt einfach, ne? Deswegen mache ich es einfach jetzt mit den Units da. Und hoffe halt irgendwie aufs Beste. So, komm. Woher hätte ich es wissen können? Aber ich schwöre, Nora AI ist so schlecht, ha? Huh? So. Okay. Negan Provoke, irgendwelche Dispersed Stuns? Nein. Lass irgendwie das dann machen. Der Bioproc, so unnötig. So. Okay. Lulu gestunt, das will ich irgendwie nicht, aber gut. Wir haben ja mit Rika auch noch Stun, hoffe ich. Okay, Savannah halt dismounted durch Dots, aber die Wire proppt halt. Oh, nice Despair Stun. So, ich würde sagen, machen wir da noch ein bisschen Damage, machen wir da ein bisschen Heal. Dann machen wir den da. Ja, und dann lief es irgendwie einfacher irgendwie als erwartet. Aber weil halt einfach wahrscheinlich, keine Ahnung, die Nora halt dann One-X gemacht hat, großartig, ne? Aber mir soll es recht sein, ganz ehrlich. Yara und Twins, ja, schau mal, wer schneller ist. Ja, weil ich Pussy bin, nehme ich hier Mi-Ying. Ja, einfach halt, weil die halt einen besseren Speed-Lead hat. 28%, Yara nur 14%, 24%. Ja, Lucian, Dover. Ich glaube eh nicht, dass irgendwas von denen mein Dover outspeeden würde, ja. So, wäre jetzt urlustig, wenn sie Urtanky wären und Lucian sicher, ha? Aber ich glaube nicht. Okay. So, du bin ich noch nicht. Aber jetzt, ja. Gut, 5 Wins in a Row. Ja, ich hoffe irgendwie, es wird noch ein bisschen dauern, aber. Okay, ich traue jetzt ein bisschen. Wer ist der Mord? Jogan und Xiana. Was soll ich das machen mit Seraph? Das ist halt komplett useless, einfach nur, ne? Ohne Scheiß. Scheiß drauf, oder? Ich hoffe irgendwie, dass Miles und Riley das dann irgendwie gewinnt. So, WTF, okay. Kannst du was von. Okay. Jesus Miles, ha, drehst du schon wieder durch, weil ich dich nie benutzt habe bis jetzt, oder was? So, Cleanse. Ja, lass machen, ha, dann dismount mal. Oh mein Gott, haben wir den? Wie viel Damage? Ich habe irgendwas mit 41k gesehen, oder? Hatte der Jogan keine Runen, oder was geht ab schon wieder? Ha? Na komm, oder? Der hat sicher Runen. So. Wir killen den Striker zuerst, damit unser Dingens hier einen Grund hat. Hier unser Seraph, dass er tankt. Und hier, komm! Heil hoch! Und Miles proppt schon wieder Vios. Wahnsinn, ha? Ja, okay. Ich sag nichts dazu, scheißegal. Okay, Theo, Riley, Perna, Bolwerk, Molong, Emilia. Ja. Bolwerk halt immer overpowered, so, aber wir nehmen. Wer bist du? Nehmen wir den Vampire. Keine Ahnung, irgendwie finde ich Vampire Molong manchmal geiler. Ne? So. Let's go. Ja, Theo first, würde ich sagen. So, Juju. So, wir machen halt irgendwie schon mal Defense Buff für den Fall der Fälle, dass die dann irgendwie auszucken. Ja, nice, Riley. Startest mit dem zweiten Skill. Overpowered. Okay, das Ding ist halt, wir können die halt nicht killen am Anfang. Es wird halt wahrscheinlich ein bisschen dauern. So, Endo gepoppt. Ja, wir sind halt trotzdem immer noch so gut wie voll. Ach so, deswegen, ha? Na gut, egal, wir haben wieder 5 Stacks. Theo down. Ja, als nächstes halt Perna. Es ist gerade urscheiße, es wird urlange, man weiß nicht. Urschwer irgendwie ihr Text gerade zum Reinkriegen, weil die irgendwie, ich weiß nicht. Abgesehen davon, dass sie sich halt irgendwie gegenseitig battlen halt um Platz 2. Attacken sie so gut wie überhaupt nicht, keine Ahnung, es ist immer. Ich verstehe das irgendwie nicht bei loweren Gildern, dabei sind die gar nicht so low.
Ich glaube, die einen sind Platz 8 und die anderen irgendwie Platz 11 oder so ein Scheiß. Und wir sind Platz 4, aber spielen tun sie irgendwie, wie weiß ich nicht was. Ja, ganz ehrlich. Jesus, wir haben wieder 5 Stacks. Haben wir Reckless? Nein, gell? Oh ja, haben wir, okay. Dann finishen wir doch die gute Riley. Dann dauert es nicht so lange. So, wir haben wieder 5 Stacks. Jesus, 5 Stacks jedes Mal, wenn Ballback dann kommt, ha? So. Freeze, kein Freeze. Okay, Molong wird dann eh finishen. Gut, ich glaube, das war jetzt irgendwie Attack. Oh, das war schon Attack Nummer 7. Kann ich mal irgendwie fix zeigen, wie scheiß Map, was da irgendwie abgeht. Ja, so schaut's aus. Ich meine, wir versuchen immer halbwegs halt fair zu sein. Also bei uns gibt es irgendwie scheinbar kein Free for All und kein Scheiß drauf. Ist eh alles wurscht, ja. Aber naja. Was soll man machen? Ja, da unten halt irgendwie, keine Ahnung, die zwei Tower. Der rechte gelbe Tower, da könnte man theoretisch, aber wir nehmen die halt nicht. Wir pflanzen nur unsere Samen da drinnen. Ja, ekelhaft. So, nächster Tower öffnet sich hier gleich für uns. Ich habe den Kollegen da gecallt hier. Ja. Das Ding ist, ich werde das halt cleaven mit Savannah und Chongpong, Tiana. Keine Ahnung, was das für ein Mokbul ist. Das Einzige, was ich irgendwie Angst hätte, wäre, wenn er irgendwie auf die Sperr wäre. Und uns dann halt eben outspeedet, weil das ist durchaus möglich. Allein schon wegen dem Base-Speed halt und meine Tiana ja nicht ultraschnell. Die haben einen Chongpong. Übelst squishy, YOLO, wissen wir eh alle. Savannah. Das Ding ist halt, wir können, glaube ich, irgendwie nichts so wirklich one-shotten, weil Savannah halt dismounted und Nana halt live und so, aber. Ja, schau mal, was abgeht. Da. Oh, das war aber irgendwie auch scheiße, ja? Dass er gar nicht zweiten Skill gemacht hat. Ich meine, das Ding ist halt, es wäre wurscht gewesen, wenn er zweiten Skill gemacht. Es wäre mir sogar lieber gewesen, weil jetzt hätte er uns da irgendwie reducen können. Da hat er, keine Ahnung. Wurscht, Savannah. Brav, zwar nicht die Nana bekommen. Gar nichts bekommen, aber dafür haben wir ja hier Chongpong. Okay, ich wollte schon sagen, hier nicht mal Savannah dismounted, aber so, Triple Kill, Nana kommt zurück. Okay, ja. Irgendwie besser geklappt, als ich es mir vorgestellt habe. Ich meine, was soll passieren, ja? Es hätte halt wirklich nur irgendwie. Wenn die Savannah irgendwie auch noch auf Swift gewesen wäre, das wäre was anderes gewesen. Wenn der Mokbul dritten Skill gemacht hätte, into zweiten Skill und dann die Savannah irgendwie dran gekommen wäre, okay, aber. Ja, ganz ehrlich, irgendwie unwahrscheinlich. So, vor allem, bevor wir gleich den nächsten Attack machen. Ich habe gerade eine Rune bekommen. Gehen wir weg. Und zwar diese hier. Ha? Nicht schlecht, oder? What? Speed? Leider. Leider nur 25 Speed. Halt. Ist halt, ja. Ne? Ich meine, ich will nicht undankbar sein, aber es hätten halt auch 5 Speed mehr sein können. Ja, rausgegrindet habe ich 4 Crit Damage. So. Mittlerweile sollte der Tower offen sein. Sehr schön. Ich habe den da gecallt, weil da habe ich schon dich geruhnt. Dich geruhnt. Soll man ihn nehmen? Ha, er wurde ja auch gebufft gerade. Aber was machen wir dann? Was one-shot man überhaupt? Oder lass ihn eine Fire Unit nehmen. Oh, das. Ja, warum nicht? So, also Covenant habe ich hier geruned mit Lucian Runen. Theon hat Dover Rune bekommen. Ich hoffe, dass wir den Musa outspeeden. Und Kaki wird halt, weiß ich noch nicht, irgendwas halt machen. Okay, so. Kill mal den Dark Panda oder Musa zuerst, ha? Panda könnte halt irgendwie komplett durchdrehen, ne? Aber Musa ist halt nervig. Andererseits, wir haben ja Strip mit Covenant, so ich hoffe, das one-shottet. 82k. So, Musa hat mal. Kein Wish gemacht. So. Stun? Ja.
Immer noch genug Wish gemacht. Na gut, wir heilen mal irgendwie ein bisschen. Halte ich noch mehr hoch. Ich meine, mein Kar gibt, glaube ich, urübertriebene Lifestyle-Artefakte. So, ja, du mich auch. Ja, booste ihn. Weil Dingens ist eh gleich. AD full attack bar. So, strip dem Blitz. Hör auf mich zum Stunnen, okay. Dingens down, das heißt Juno will uns auch nicht mehr killen. Oh mein Gott, bis wir wieder einen Nuke ready haben, vergeht ja weiß ich nicht was. Aber 82k war nicht übel. Hör auf mich zum Stunnen. So. Okay. Ja, nice, ne? Kann ich wieder umrunen. Gut. Letzter hier. Ein bisschen komisches Team von mir gegen hier Molong, Perner und Nana. Und zwar mit Arnold, Riley und Theo. Ja, Arnold wurde jetzt gebufft, hat er fetten 25% HP-Lead bekommen. Ja. Keine Ahnung. Ich hoffe halt wirklich, dass das halt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Theo halt unser Damage-Dealer. Schon ewig nicht mehr geused. Ja. So. Okay. Was will ich machen? Ha? Will ich Attack Buff für Theo oder glaube ich, dass der Molong wieder verkackt? Ha? Na gut, ich hoffe nicht. Ich meine, er kommt eh zurück. Ne? Aber okay. Gehen wir mal auf Perna. Nice Defense Break. Okay, da kommt der Reckless. Ich könnte jetzt Perna dritten Skill machen. Ich glaube, das mache ich halt, weil der Reckless war ja mal. War der Vampire? Ich hab schon wieder nicht aufgepasst. Egal. Kill mal Perna. Das Ding ist halt, ja, das war halt kein Nana-Stack halt, aber ist ja wurscht. Er killt mal einfach Perna noch 80 Mal oder so. Da. Das war jetzt ein Nana-Stack. So, leider sind wir gerade gestunt. Ja, kein Plan. Ich glaube, es reicht der Damage, um Perna nochmal zu killen. Ja, gescheißen. Okay, wir haben wenigstens Cleanse. So. Oh, Bioproc. So. Arnold eindeutig der MVP, ja? mit seinem dritten Skill, der immer resettet wird, wenn er was killt. Und ja, ihr wisst, was das bedeutet. Dann, das ist mein letzter, okay, das wird jetzt nicht reichen. Mein letzter Attack, das heißt, wir sehen es gleich oben wieder. Und bevor ich den letzten Attack finish, das ist eigentlich mein vierter Siege jetzt, wo ich 100% Winrate habe. So, gescheißen, Alter. Fick dich. Was interessiert mich der erfolgreiche Attack? Da steht 10 Wins. Jesus. Na gut. So. Ja. Wer bist du? Keine 30 Speed. Ja, so schaut es gerade aus. Was ist es? 4.14 Uhr in der Früh. Ich meine, ja. Keine zweite Hälfte. Wir werden es gewinnen. Australia wahrscheinlich zweiter und die anderen halt dritter. Ja, war irgendwie recht lustig. Wenigstens irgendwie so ein bisschen Abwechslung mal, noch nichts Neues irgendwie sehen. Ja, meine Defense ist eh wieder nichts da. Zwei Defense Wins habe ich zwar, aber meine Main Defenses habe ich vergessen zum Raus-Switchen, stehen da hinten, die beiden. Da in dem Sechser Tower da. Ja, ist halt komplett unnötig, aber was soll's? Wow. Nur ein GZ, ha? Egal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.